Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Wissenschaftspolitik ist aus meiner Sicht die Königsdisziplin in diesem Haus. Warum? Hier reden wir über die Zukunftsfähigkeit dieses Landes. Spitzenforschung in Grundlagen und angewandter Wissenschaft sind die Eckpfeiler zukünftiger gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklung in diesem Land. Und deshalb sollte, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, eine Debatte über diesen Haushalt mit Leidenschaft, Ambition und Sachkompetenz geführt werden. Nichts davon ist zu spüren. Die Haushaltssteigerungen setzen den Hochschulvertrag der rot-grünen Landesregierung um, mit der im Herbst 2016 die Grundfinanzierung der Hochschulen gestärkt und Preis- und Lohnsteigerungen ausgeglichen wurden und der eine Laufzeit bis 2021 hat. Das sind die von Ihnen, Frau Ministerin, avisierten Steigerungen für den Bereich der Hochschulen. Wo sind im Bereich der Wissenschaftspolitik Ihre eigenständigen Initiativen? Wie das geht, zeigt aktuell der bayerische Ministerpräsident. In der Süddeutschen Zeitung konnte man am 19.09. Folgendes lesen: 1 Milliarde für die Forschung, Söder kündigt große Innovationsoffensive für Hochschulen an. Und ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin: Söders Konzept, das er mit Wissenschaftsminister Bernd Siebler ausgearbeitet hat, basiert auf 4 Säulen. Der Förderung von Spitzentechnologie wie KI, künstliche Intelligenz, Robotik und Quantenforschung, mehr Tempo bei Bau und Sanierung von Hochschulen, einer Hochschulreform zur Anwerbung neuer Spitzenkräfte sowie einer Mittelstandsoffensive. Insgesamt sollen im Freistaat in den kommenden 5 Jahren 1.000 neue Professuren entstehen. Das, sehr geehrte Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, ist der föderale Benchmark, den wir betrachten müssen. Ein Ministerpräsident, der erkannt hat, dass Zukunft nur durch mutige Investitionen im Bereich Wissenschaft und Forschung gewonnen werden kann. In Nordrhein-Westfalen setzen wir uns dagegen mit den spannenden Fragen wie der Abschaffung von Rahmenvorgaben oder Studiengebühren für ausländische Studierende auseinander. 2,5 Jahre hat diese Landesregierung benötigt, um den Irrweg des Koalitionsvertrages abzuräumen, der ja zu einer Verbesserung der Betreuungsrelation an den Hochschulen führen sollte. Gut Ding will halt im Bereich der Wissenschaftspolitik gerade Weile haben. Das Kernversprechen des Koalitionsvertrages an die Hochschulen und Studierenden, die Betreuungsrelation zu verbessern, wird aber nicht eingelöst. Wollen Sie den Studierenden und die Hochschulen veralbern mit dem Vorschlag aus dem neuen Pakt für Studium und Lehre 50 Millionen Euro zusätzlich als Qualitätsverbesserungsmittel auszuweisen und das als wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Betreuungsrelation bezeichnen? Sie bleiben weiterhin aus unserer Sicht den Nachweis schuldig, dass Ihnen das Thema Wissenschaftspolitik wirklich am Herzen liegt und Priorität hat. Ich hatte bereits vor einiger Zeit von Ihnen für dieses Thema mehr Leidenschaft gefordert. Sie haben mir damals geantwortet, dass ich das vielleicht gar nicht erleben möchte, wenn Sie Leidenschaft entwickeln. Ich überwinde einfach meine Angst ob der Ankündigung und würde mich aufrichtig freuen, wenn ich mich nächstes Jahr in der Einschätzung korrigieren müsste. Lassen Sie mich noch kurz einige Stichworte zum Thema Weiterbildung und Landeszentrale für politische Bildung verlieren. Wir haben als Anträge unterm Strich ein Demokratiepaket geschnürt von einem Volumen von fast 8 Millionen Euro. Wir haben diverse Änderungsanträge zum Haushalt eingereicht, unter anderem mit mehr Maßnahmen zur Demokratieförderung und zur politischen Bildung, zur Begründung eines gemeinsamen Aktionsbündnisses und um die Arbeit gegen Rechtsextremismus zu stärken, konkret das kommunale Förderprogramm NRW weltoffen auszuweiten. Lediglich bei der Stärkung der Arbeit der Antisemitismusbeauftragten scheinen sie aktuell gesprächsbereit und wir hoffen, da gemeinsam was voranbringen zu können. Wir würden uns aber sehr freuen, wenn Sie bis zur 3. Lesung des Haushaltes Ihre Meinung zu diesen Fragen noch einmal überdenken würden und unsere Anträge in diesen Fragen unterstützen, weil sie aus unserer Sicht eine hohe gesellschaftspolitische Relevanz haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.